Bei Allah, die Anzahl seiner Gegner hat ihn niemals erschreckt. Europa hat alles verfügbar auf ihn gehetzt. Salahuddin erfüllte die Rechte des Dschihad. Salahuddin erfüllte die Rechte der Umma. Salahuddin war bereit, alles zu opfern, um Allahs Willen. Als wäre Salahuddin einer der Sahaba aus der Schlacht von Badr. Er war in der Lage, seine Feinde ebenso zu schlagen, wie die Sahaba die Feinde des Islam in der Schlacht von Badr. Das Zeugnis über die Größe dieses Mannes ist, dass jede einzelne Person sich an ihn wenden konnte. Selbst seine Erzfeinde wandten sich an ihn. Als die Nachricht über seinen Mut und seine Barmherzigkeit Europa erreichte, konnten sie nicht glauben, dass jemand, der nicht weiß war, der kein Christ war, so tapfer und barmherzig sein konnte. Salahuddin Rahimullah war vom Volk der Kurden. Sie sahen es als ihre Pflicht an, das heilige Land zu befreien. Denn sie fühlten sich als eine Umma. Sie taten es, weil sie Muslime waren und weil sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchteten. Salahuddin wurde in der Festung von Tikrit geboren. Seine Mutter sagte, als ich mit ihm schwanger war, sah ich im Traum, dass ich in meinem Bauch ein Schwert Allahs trage. Das Umfeld, in dem Salahuddin aufwuchs, war ein militärisches Umfeld. Es gab keinen Tag, an dem die Vertreibung der Kreuzritter nicht erwähnt wurde. Aber es war nicht nur ein militärisches Umfeld, es war auch ein sehr spirituelles Umfeld. Und Salahuddin wurde schon als Kind ein Hafiz des Koran. Er lernte den Fiqh und sein Lebenswunsch war, Gelehrter zu werden. Er hatte die Ehre, von jenem Mann unterrichtet zu werden, über den Ibn Kathir sagte, die Muslime hatten niemals einen Mann mit solcher Aufrichtigkeit, Fürsorge und Mitgefühl wie Nuruddin Zengi. Und Salahuddin sagte, Nuruddin ist mein Lehrer. In Nuruddin sah er sein persönliches Vorbild. Und Nuruddin erkannte das Potenzial, das in Salahuddin steckte. Als in Damaskus das Verbrechen Überhand nahm, ließ er Salahuddin dort bereits in zartem Alter für Recht und Ordnung sorgen. Und nachdem kurze Zeit darauf die Kreuzritter Ägypten überfielen und die Muslime in Ägypten Unterstützung brauchten, wurde Salahuddin von seinem Onkel Asaduddin nach Ägypten geschickt. Salahuddin wollte nicht in den Krieg ziehen, weil er ein Gelehrter werden wollte. Doch er zog nach Ägypten und anstatt Gelehrter zu werden, prägte er die Geschichte als einer der größten Krieger aller Zeiten. Salahuddin wurde zunächst zum zweitwichtigsten Mann Ägyptens. Er war erst 32 Jahre alt. Er zeigte, wie ein echter Anführer sein sollte. Die Leute liebten Salahuddin. Er gewann ihre Herzen. Salahuddin war ein wahrer Anführer. Er zeigte den Leuten Liebe und Mitgefühl. Salahuddin war nun in Ägypten und Nuruddin in Syrien. Nach dem Tod von Nuruddin zersplitterte Syrien allmählich. Viele fingen an, mit den Kreuzrittern zu kollaborieren. Viele von ihnen mussten jährlichen Tribut an die Kreuzritter zahlen. Die Menschen in Syrien waren empört, denn sie waren Männer wie Nuruddin gewöhnt. Also wandten sich die Leute Syriens an Salahuddin. Und so fingen die Eroberungen Salahuddins an. Er war länger damit beschäftigt, abtrünnig gewordene Muslime zu bekämpfen, als Nichtmuslime zu bekämpfen. Mit den Muslimen musste er sich mehr als 10 Jahre herumschlagen. Er hatte verstanden, wenn unter den Muslimen keine Einigkeit herrscht, sind wir schwach. Viele Muslime waren auf Seiten der Kreuzritter und sie befreiten einen Mann namens Renaud de Chatillon, einer der größten Erzfeinde des Islam. 15 Jahre lang war dieser Mann im Gefängnis gewesen. Nuruddin hatte ihn in den Kerker werfen lassen. Und sobald er wieder in Freiheit war, stellte er eine Armee auf und marschierte in Richtung Mekka. Renaud de Chatillon sagte, wenn ich Mekka erreiche, werde ich die Kaaba dem Erdboden gleich machen. Und dann werde ich nach Medina ziehen. Dort werde ich den Kameltreiber aus seinem Grab zerren und ihn in meinem Palast im Kerek bringen. Und die Muslime werde ich zwingen, seine Leiche anzusehen. A'udhu Billah. Damit meinte er den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Als Salahuddin davon hörte, nahm er sein Schwert, warf es in die Luft und sagte, bei Allah, ich werde Renaud mit bloßen Händen töten. Denn er hatte eine immense Liebe für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er stellte eine Armee unter dem Führer Husam ad-Din Lu'du zusammen. Husam ad-Din benutzte eine Kriegsflotte und vernichtete die Armee von Renaud. Er nahm die Soldaten von Renaud gefangen und brachte sie nach Medina. Dort ließ er sie hinrichten. Doch Renaud de Chatillon konnte fliehen. Viele Jahre später, als die Muslime und die Christen eine Waffenruhe hatten, griff Renaud eine Karawane der Muslime an. Als Salahuddin davon hörte, schwor er erneut, dass er diesen Mann mit den eigenen Händen töten würde. Salahuddin stellte eine Armee auf und die Kreuzritter stellten eine Armee auf. Es kam zu der berühmten Schlacht von Haddin.
Als Salahuddin seine Männer konsultierte, fragte er, was sollen wir tun? Sollen wir vordringen und ihre Festungen attackieren oder sollen wir uns auf eine Konfrontation vorbereiten? Sie sagten, wir greifen ihre Festungen an. Und Salahuddin sagte, nein, wir werden ihnen direkt begegnen, denn niemand von uns weiß, wie lange er leben wird. Dann sagte er, O meine Männer, kämpft um Allahs Willen, kämpft nicht um meiner Willen. Sie marschierten auf die Armee der Kreuzritter zu. Die Armee der Ungläubigen war erheblich größer als die Armee der Muslime. Die Armee der Kreuzritter hatte sich verschanzt, die Ungläubigen hatten sich verbarrikadiert. Also stürmte Salahuddin nicht drauf los, er bewies militärisches Genie. Salahuddin ging zu einer nahegelegenen Festung. Dort waren die Frauen und Kinder der Soldaten untergebracht. Er belagerte die Festung und wandte dem Meer seinen Rücken zu. Die Streitkräfte der Christen waren sehr stark, die Muslime konnten es nur schwer mit ihnen aufnehmen. Doch taktisch waren ihnen die Muslime überlegen. Die Ungläubigen dachten, ein Kommando reicht aus, um die Muslime ins Meer zu befördern. Und genau diesen Gedanken wollte Salahuddin mit seinem Manöver bezwecken. Am nächsten Morgen marschierten die Kreuzritter auf die Muslime los. Die Christen führten das Heilige Kreuz mit sich, das höchste Heiligtum des Christentums. Die Christen glauben, dass Isa a.s. auf genau diesem Kreuz gekreuzigt worden sei. Und sie glaubten, solange sie das Heilige Kreuz mit sich führen, können sie keine Schlacht verlieren. Sie glaubten tatsächlich, sie hätten die letzten Schlachten nur deshalb gewonnen, weil das Kreuz gesegnet sei. Und deshalb hatte Salahuddin Bogenschützen entlang des Pfades aufgestellt. Er ließ alle Brunnen vergiften. Als die Ungläubigen losmarschierten, ließ er Pfeile auf sie regnen. So viele Pfeile, dass die Ungläubigen nur im Schneckentempo vorwärts kamen. Tausende sind getötet worden. Sie dachten, die Nacht würde ihnen Erleichterung bringen, aber die Historiker berichten, dass Salahuddins Männer sie auf eine Weise umzingelt hatten, dass nicht einmal eine Ameise entweichen konnte. Aus dem Lager der Muslime hörte man den Takbir, Allahu Akbar, und aus dem Lager der Christen hörte man die Schreie der Sterbenden und Verwundeten. Am nächsten Morgen bemerkte Salahuddin, dass das Gestrüpp trocken war und dass der Wind in Richtung der Kreuzritter blies. Es war Hochsommer und die Christen hatten kein Wasser. Also steckte Salahuddin das Gestrüpp in Brand und die Ungläubigen kämpften nun mit Atemnot. Genau da stürmten die Muslime auf die Christen los. In ihrem Sturm riefen sie, wahrlich, es ist unser Recht, die Gläubigen zu unterstützen. Dann setzte Salahuddin zu seinem endgültigen psychologischen Streich an, das Heilige Kreuz zu beschlagnahmen. Er schickte das gesamte Regiment los, um das Kreuz zu kapern. Und als sie den Christen das Kreuz entrissen hatten, verloren die Christen das letzte Stückchen Mut und fielen zu Boden. Nur noch 150 von ihnen waren noch auf ihren Beinen. Sie standen um den König herum, um ihn zu schützen. Die Muslime stürmten auf sie los und vernichteten die Ungläubigen. Was tat Salahuddin nach dem Sieg? Ist er vor Freude in die Höhe gesprungen? Nein, er machte Sajda. Denn er wusste, dass der Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Salahuddin war nicht nur ein Krieger. Ibn Shaddad berichtet, Salahuddin hat über Jahre niemals das Gebet in der Jama'a verpasst. Er lebte nicht in einem Palast. Er lebte im Zelt auf dem Schlachtfeld. Er war nicht nur ein Krieger, er war ein aufrichtiger Diener Allahs. Er war der wahrhaftige Sieger. Imam Wahhabi sagte zur Schlacht von Hattin etwas Weises. Das war der größte Sieg für die Muslime nach dem Sieg von Khalid ibn al-Walid radiallahu anh über die Römer in der Schlacht von Yarmouk. Das ist eine sehr tiefsinnige Aussage. Aber Salahuddin ruhte sich nicht darauf aus. Zwei Tage später war er in Akkon. Dann eroberte er Turan, Haifa, Asruf, Beirut, Nablus und zahlreiche andere Städte. Der Grund, warum er alle Häfen eroberte, war, damit die Kreuzritter keine Verstärkung erhalten konnten. Dann marschierte Salahuddin Rahimullah auf sein höchstes Ziel im Leben zu, die Befreiung der heiligen Städten. Jemand fragte ihn, du bist Herrscher von Ägypten, Syrien, Jemen und des Libanon. Trotzdem lächelst du nur sehr selten. Wie kann ich lächeln, sagte Salahuddin. Wie kann mir Essen und Wasser gut schmecken, wenn Baitul Maqdis in den Händen der Kreuzritter ist? Die Astrologen haben Salahuddin erzählt, ja Salahuddin, wir haben die Sterne betrachtet. Wenn du versuchst, Jerusalem zu erobern, wirst du ein Auge verlieren. Ihr sprecht davon, dass ich ein Auge verliere? Ich schwöre bei Allah, ich werde das heilige Land erobern, selbst wenn ich blind in Jerusalem einmarschiere. 5 Tage lang umkreiste Salahuddin Jerusalem, bis er am 20. Rajab den idealen Ort zur Belagerung der Stadt fand. 6 Tage lang beschossen sie die Stadt. Am 26. Rajab kamen Abgesandte zur Verhandlung heraus.
Salahuddin sagte zu ihnen, zu Beginn habe ich euch bereits Bedingungen gestellt. Ihr habt sie nicht akzeptiert. Nun gehört die Stadt mir. Die Abgesandten sagten, wenn du uns keine Verhandlungsbedingungen gibst, werden wir die 5000 Muslime in der Stadt ermorden und wir werden die Moschee zerstören. Die Antwort von Salahuddin bezeugt seine wahre Größe. Er hätte einfach sagen können, dann tut es. Und wenn wir die Stadt einnehmen, werdet ihr schon sehen, was wir mit euch anstellen werden. Doch er wusste, dass die Muslime seit 88 Jahren in vorderster Front waren. Und er wollte nicht, dass sie noch weiteres Leid durchmachen. Also gab er den Ungläubigen die Bedingungen. Und Salahuddin marschierte in Jerusalem während der Nacht ein. Während der Nacht des 27. Rajab. So wie einst der Prophet sallallahu alaihi wasallam während der Nacht des 27. Rajab nach Jerusalem gereist war. Könnt ihr euch ausmalen, wie sich die Muslime beim Einmarsch in Jerusalem fühlten? Könnt ihr euch 88 Jahre Unterdrückung vorstellen? Was haben sie wohl beim Anblick der befestigten Mauern von Jerusalem gedacht? Sie erinnerten sich wohl daran, wie Muslime vor 88 Jahren über die Mauern von Jerusalem katapultiert wurden. Als sie die christlichen Frauen sahen, erinnerten sie sich an jede einzelne muslimische Frau, die vor 88 Jahren geschändet wurde. Als sie einmarschierten und die christlichen Kinder sahen, erinnerten sie sich an die Geschichten, wie Babys von der Mutterbrust entrissen und an den Mauern zerschmettert wurden. Als sie die Moschee betraten, erinnerten sie sich, dass an einem einzigen Tag 70.000 Muslime in der Moschee ermordet wurden, bis ihr Blut ihren Schächtern bis zu den Knien stand. All diese Erinnerungen sind den Muslimen in den Sinn gekommen. Aber Salahuddin hatte noch eine ganz andere Erinnerung im Hinterkopf, die alle diese Erinnerungen in den Schatten stellte. Und das war die Erinnerung an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wie der Prophet in Mekka einmarschierte. Die Sahaba sahen den Ort, an dem Bilal gequält wurde. Sie sahen die Orte, an denen zwei junge Mädchen getötet wurden. Warum wurden Lubayna und Unaysa getötet? Weil sie an La ilaha illallah glaubten. Sie sahen den Ort, an dem Ammar, Yasir und Sumayya gefoltert wurden. Einer der Sahaba rief aus, heute ist der Tag der Vergeltung, heute ist der Tag der Abrechnung. Aber als der Gesandte a.s.w. das hörte, sagte er, O Saad, komm her, ändere diesen Ruf in heute ist der Tag der Gnade, heute ist der Tag der Vergebung. Ähnliches berichtet Stanley Lane Poole in seinen Aufzeichnungen. Der muslimische Herrscher brachte den Christen die Bedeutung des Mitgefühls näher. Salahuddin hat nach dieser Schlacht nur einen Mann und 200 Templer getötet. Und dieser Mann wurde nach der Schlacht von Hattin getötet. Sein Name war Renaud de Châtillon. Nach der Schlacht wurde der König zu Salahuddin gebracht. Salahuddin gab dem König Wasser zu trinken. Und nachdem er getrunken hatte, reichte er das Wasser an Renaud. Da wurde Salahuddin wütend. Er sagte, du hast es ihm gegeben, ich gab es ihm nicht. Wenn du jemandem Wasser gibst, bedeutet das, du gewährst ihm Schutz. Dann ging Salahuddin auf Renaud zu. Er erinnerte ihn an seine Übertretungen. Er erinnerte ihn daran, was er über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt hatte. Reginald sagte darauf, so haben Könige immer verfahren. Salahuddin bot ihm den Islam an, aber Renaud lehnte ab. Dann sagte Salahuddin, weißt du, wer ich bin? Ich bin ein Repräsentant des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann erfüllte er sein Versprechen. Danach ließ er weitere 200 Kreuzritter töten. Daraufhin betrat Salahuddin rahimullah die Moschee. Nach 88 Jahren betraten die Muslime wieder den drittheiligsten Ort auf Erden. Als Europa davon erfuhr, dass die Muslime Jerusalem erobert haben, waren die Ungläubigen außer sich. Papst Urban II. Starb vor Kummer. Sein Nachfolger schrieb an alle Könige, dass sie jeden Mann in den Kampf schicken sollen. König Friedrich von Deutschland alleine schickte 1 Million Krieger. Alhamdulillah ist er unterwegs ertrunken und die Armee löste sich auf. Richard von England und Philipp von Frankreich, sie schickten 600.000 Männer. Salahuddin war über den Eifer der Christen erstaunt. Er schrieb an alle muslimischen Führer, aber keiner folgte dem Befehl. In seinen Briefen berichtete er, dass es in Akkon mehr Christen gibt als Wellen im Meer. Er sagte, jedes Mal, wenn wir einen töten, schicken sie weitere 1000. 600.000 Kreuzritter kampierten in Akkon. Sie gruben Gräber um ihr Zeltlager. Sie verschanzten sich dort. Salahuddin konnte sie nicht von hinten attackieren. Über einen Zeitraum von 2 Jahren blieb Salahuddin auf dem Schlachtfeld. Er weinte über die Apathie der muslimischen Führer. Und wir weinen über die Apathie der muslimischen Führer von heute. Alle Probleme, die zur Zeit von Salahuddin existierten, existieren auch heute. Obwohl es viele Salahuddins in dieser Umma gibt, gibt es keine aufrichtigen Herrscher, die ihre Armeen unseren Salahuddins von heute zusenden.
Ibn Shaddad berichtet, dass Salahuddin in Akkon wie eine Mutter war, die ihr Kind verloren hatte. Aus diesem Grund erinnern wir uns noch an Salahuddin, während die meisten anderen Führer in Vergessenheit geraten sind. Die Geschichte kann Salahuddin nicht vergessen, denn er kümmerte sich. Während andere in ihren Palästen lebten, wo lebte das Salahuddin? In einem Zelt auf dem Schlachtfeld. Während sie in gemütlichen Betten schliefen und köstliche Festmahle aßen, aß Salahuddin 3 Tage keinen Bissen. Ibn Shaddad berichtet, dass eines Tages die Nachricht eintraf, dass Salahuddins Bruder gestorben war, dass sein Neffe gestorben war, und Salahuddin begann zu weinen. Wir wussten nicht, warum er weint, also weinten wir mit ihm. Dann ging Salahuddin auf das Schlachtfeld hinaus, als ob nichts vorgefallen wäre. Er war derselbe Salahuddin. Schließlich, nach 2 Jahren, verlangten die Christen in Akkon nach Verhandlungen. Richard Löwenherz gab den Muslimen 2 Fristen und danach schlachtete er jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in Akkon ab. Die Ungläubigen hoben ihre Belagerung auf und Richard Löwenherz sagte seine berühmte Aussage: Solange ein Mann wie Salahuddin Jerusalem beschützt, werdet ihr es niemals einnehmen. Und es war Richard, der nach einer Waffenruhe verlangte. Salahuddin würde niemals nach einer Waffenruhe verlangen. Er wollte keinen Waffenstillstand. Er hatte ein weitsichtiges Ziel vor Augen. Salahuddin sagte einst zu Ibn Shaddad: Wenn wir das heilige Land von den Kreuzrittern gesäubert haben, möchte ich über dieses Land hinausgehen und das Wort des Islam verbreiten, bis kein einziger Kafir auf Erden übrig bleibt. Von den 600.000 Kreuzrittern, die gekommen waren, ist nur jeder 10. zurückgekehrt. Der Friedensvertrag wurde geschlossen. Danach ging Salahuddin zurück nach Damaskus. Salahuddin fing sich eine Erkältung ein. Jeden Tag verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Sheikh Jafar saß 3 Tage lang neben seinem Bett und rezitierte den Koran. Er sagte: Als ich zum Vers kam, es gibt keinen Gott außer Allah, auf ihn verlasse ich mich, hörte ich Salahuddin die Shahada sagen, und er verließ diese Dunya. Ibn Shaddad berichtet, das war die größte Katastrophe für die Muslime seit dem Untergang des rechtgeleiteten Kalifats. Salahuddin starb während der Zeit von Fajr und nach dem Mittagsgebet wurde er begraben. Die Leute weinten so heftig, viele konnten nicht glauben, dass er gestorben war. Salahuddin, der Befreier des Heiligen Landes, was hat er nach seinem Tod hinterlassen? Der Herrscher von Ägypten, Syrien, Libanon, Jemen, er hinterließ einen Dinar und 47 Dirham, eine Rüstung und ein Pferd. Das war alles, was nach seinem Tod zurückblieb, aber er hat noch etwas viel Bedeutenderes hinterlassen. Er hat uns ein Vermächtnis hinterlassen und auf seinem Grabstein steht geschrieben: O Allah, als seinen letzten Sieg öffne für ihn die Tore zu Jannah. Salahuddin war einer der größten Helden des Islam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein.